Okay, aber vergesst das. Das war verkehrt. So, besser. Hier. Okay, reicht, reicht. So, weiter geht's mit der dritten Folge der zweiten Staffel der Stadtfilmabend Pandemie Edition Gedönsdings Serie. Damit ich überhaupt höre, was hier vorgeht, muss ich mal den Kopfhörer noch aufsetzen. Hatte ich vergessen. Okay, was wir natürlich jetzt beim letzten Mal vergessen haben zu machen, ist hier, dass wir die ganzen Tiere, die wir jetzt schon gezähmt haben, erstmal auf Ausbilden setzen, damit die auch was lernen, zum Beispiel wie man Sachen durch die Gegend trägt oder was macht der hier, folge dem Meister, wenn er im Kampfmodus ist. Das Wildschwein kann man ruhig, wenn er auf Jagd oder beim Zähmen ist, das Milch, Nuno ist der Meister, okay. Das Wildschwein folgt also Nuno, wenn Nuno im Kampfmodus ist, was nicht passiert, weil geht nicht. Aber auch wenn Nuno durch die Gegend läuft und dann kann das Wildschwein sie beschützen. Das ist sehr schön. Okay. Wir sind noch nicht so wirklich viel weiter als beim letzten Mal, weil wir haben ja Stopp gemacht. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier jetzt irgendwas fertig kriegen. Okay, also ich baue helfe schon mal bei der Mauer hier. Es dauert alles ewig. Hier sind ein paar Beeren, die wir pflücken können. Haben wir noch mehr Nahrung? Ja, Batterien sind fertig, sehr gut, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, und wir wollten ja eigentlich auch ein Gefängnis haben, und zwar, und einzelne Schlafzimmer, wir brauchen 4 einzelne Schlafzimmer. Da passt keins rein. Machen wir hier mal einen Gang. So. Heiko hat eine Prügelei mit Carsten angefangen. Okay. Und scheinbar auch wieder beendet. Worum ging es denn da? Das wollen wir ja genau wissen. Heiko und Jefim, Heiko und Markus. Heiko und Carsten redeten über das Trainieren mit Pfeilen. Carsten beleidigte unterschwellig den Beziehungsstatus von Heiko. Das hat Heiko richtig wütend gemacht und er schlug zu. Carsten und Heiko unterhielten sich über Xenomenschen. Okay, das... okay, scheinbar hat Carsten was Flapsiges gesagt. Ich habe ihm aufs Maul gegeben und danach haben wir uns über Aliens unterhalten. Okay. Warum nicht? So. Okay, also da haben wir schon mal einen Raum. Und hier passt noch ein zweiter hin.
So, dann brauchen wir noch zwei. Hier können wir noch eins hinbauen. So, das wären dann schon mal die vier Zimmer, die wir noch brauchen. Und hier oben eins. So. Und dann können wir hier unten vielleicht ein Gefängnis reinbauen. Maschinenteile, ah, sehr gut. Macht Kerstin wieder alleine hier scheinbar. Okay. Was ist das? Meerschweinchen. Okay. Wildtiere. Können wir noch irgendwas Wichtiges hier? Wir könnten noch Wildschweine versuchen zu zähmen. Oder hier Kasuare. Aber könnten wir auch eine Zucht aufmachen. Okay. Goodie. Ja, wir haben allen gesagt, alle können schlafen, wann sie wollen. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Hier unten. Wir brauchen einen Lagerraum, brauchen wir noch. Da haben wir schon den ersten, sehr gut. Wir brauchen einen Lagerraum, wir brauchen ein Gefängnis. Also hier könnte man einen Raum machen, ein Gefängnis. Hochzeit steht an. Markus hat Nuno einen Heiratsantrag gemacht. Nuno hat zugestimmt und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überlege dir, einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Markus Hersteller wird seinen Nachnamen in Saar ändern. Okay, das ist egal, wie oft wir das Szenario hier durchspielen. Markus nimmt immer Nunus Nachnamen an. Okay, interessant. So, zack. Hier brauchen wir noch einen Gang. Und wo machen wir das Gefängnis jetzt hin? Könnten wir hier zum Beispiel... Wie wäre es hiermit? Machen wir hier noch einen Lagerraum. So. Und hier auch noch ein Zimmer für irgendwen. So. Dann brauchen wir aber mehr Bildhauer. Warum sage ich immer Bildhauer? Minenarbeiter. Bergbauer, das meine ich. Verdammte Axt. Ja, wenn Nussi fertig ist mit dem Pflanzen, dann können die mal alle Bergbauern. Bildhauern. So, und wir brauchen einen Hochzeitsplatz. Sammelplatz für Hochzeiten machen wir mal hier beim Essen. Und hier sehr gut. Der Bench baut Maschinenteile ab. Könntest du das bitte auch reintragen, bevor das hier alles verrostet? Diesen teuer Bench. Ja, hier wird es langsam ein bisschen eng mit dem Platz.
So. Hier haben wir auch. Okay, wir haben wieder erwarten, ohne Zwischenfall die ganzen Kasuare gezähmt. Sehr gut. So, das können wir gleich mit abbauen und da eine Wand hin tun. Dann Befehle. Hier brauchen wir keinen Fußboden, hier können wir das einfach so ein bisschen smoothenen. Inspirierte Rekrutierung, Markus, okay. So, dann bauen wir hier Wand aus Marmor. Das Stahl muss auch da weg, damit wir da was bauen können, was wir nicht abbauen müssen. Achso, auf Pause. Dann kann das ja auch nicht weitergehen. Okay. Vorratskapsel zum Ort springen. Dann schauen wir mal, was hier ankommt. Elefantenhaut. Okay. Sehr gut. Dann brauchen wir mal wieder ein bisschen Stromleitung hier. Maschinenreste. Ah, und hier lieber mal einen Stützbalken, bevor uns das auf den Kopf fällt, hier der Raum. So, Möbel. Und hier haben wir auch noch einen. So, dann bauen wir hier einfach mal eine Tür hin. Und dann haben wir ein Notgefängnis. Für den Fall, dass jemand abstürzt oder so. Und hier mit Tisch zum Essen. Inspirierte Operation Bench. Bench hat es auch wieder in diesem Spiel mit seinen inspirierten Operationen. Nein, danke. So. Hat Nussi etwa schon alles angepflanzt hier? Naja, noch nicht ganz. So. Denn ich weiß, hier ist noch Stahl, den ich benutzen könnte, aber ich mache das erstmal zu, damit wir hier, das können wir immer noch abbauen, wenn es nötig ist. Ist mir lieber, wenn das alles dicht ist hier.
So, Möbel. Bauen wir hier mal überall Doppelbetten rein. Nur für den Fall. So, und Nachttische. Und Blumenpötte. So. Okay, Meisterwerk! Markus hat eine Kommode aus Holz meisterlich erschaffen. Mit Kunst dran! Kunst! Das Alter von Bench heißt diese Kommode, okay. Dieses Möbelstück enthält Abbildung von Benjamin Bench 4, wie er an einem Hufeisenstab sitzend gewinnt und seinen nächsten Zug plant. Bench strahlt in einer violetten Aura. Das Bild erinnert den Betrachter an Abgeschiedenheit. Diese Gravierung berichtet von dem Ereignis am 13. April 5500, als Bench an einem Hufeisenstab spielt. So wenig passiert hier, dass solch ein Ereignis für nötig befunden wird, festzuhalten. Okay. Das ist also Benchs Zimmer hier. Da können wir jetzt ja wohl nichts machen, weil die Kommode ist eine Bench-Kommode. Und wer möchte eine Bench-Kommode haben, der nicht Bench ist? Macht ja irgendwie keinen Sinn. Okay. Gut, Bench-Zimmer. Ja, Stahlreste gestoßen, sehr gut. Hier unten. Gut, dann bauen wir hier mal noch ein Lagerhaus. Zack. Und zwar machen wir das wieder kein Essen. Das können wir ruhig alles. Keine Pflanzenmasse. Und nichts Verrottendes. So. Muss ich das jetzt wieder abreißen hier, damit ich da reinkomme. So, ist hier auch irgendwas Meisterliches? Nee, alles normal. Dann sagen wir mal, kann man Nussi hier hin. So. Kein Dach? Wo ist denn hier kein Dach? Ist überall kein Dach. Das ist natürlich ungünstig. Dach brauchen wir ja schon irgendwie zum drinnen schlafen. So. So, mal gucken, was schreckliche Nussi will kein hübsches Schlafzimmer. Nussi möchte ein schlimmes Schlafzimmer, das er hübsch findet. Weil er ein Asket ist. Ja, toll. Das hier oder was? Oder nehmen wir mal das hier. Das könnte dann Nussis Schlafzimmer werden. Dann baue ich hier extra eine Holzwand hin, damit er sich nicht zu gemütlich fühlt hier drin. So. Möbel. Zack. Zack. Stelle ich da jetzt überhaupt eine Kommode rein oder nicht? Wenn er so will, soll er es so haben.
So, wen können wir denn jetzt hier? Jefim zum Beispiel, der hat auch noch kein Schlafzimmer. Bin ich jetzt alleine hier in dem? Okay. Das hier oben ist ja gar nicht schlecht. Dann machen wir das. Zone, Befehle. Cool. So, wollen wir mal gucken. Abscheuliches Schlafzimmer, Aske. Er kriegt Stimmungsbonus dafür, dass das Schlafzimmer aus einem Bereich am Boden, auf dem er schlafen kann, und einer Fackel besteht. Und grob behauenen Steinen. Aber unansehnliche Umgebung, so so. Okay, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So. Sollen die Kasuare mitkommen? Nee, oder? Nee. Nö, ist schon alles okay so. Gut. Also er kriegt plus 5 Bonus, weil das Schlafzimmer schrecklich ist. Kriegt dann aber minus 5 Malus, weil das Schlafzimmer schrecklich ist. Frohe Natur, geräumige Umgebung, anfängliche Hoffnung. Aha. Auf dem Boden geschlafen. Also auf dem Boden schlafen will er auch nicht. Okay. Gucken hier. Nussi diskutierte mit Nunu über Schuhe. Nussi sagte Jefim über das Kämpfen mit Katzen. Nussi machte Nunu den Hof, indem er eine scherzhafte Anspielung auf ihr Gesicht machte. Nunu gab Nussi einen Korb. Heiko und Nussi quatschen über Xenomenschen. Es scheint, dass ich irgendwie so eine Alien-Fixierung hier habe. Das so, also, oh, wir sind auf einem fremden Planeten gelandet. Wo sind die Aliens? Ich möchte Elfen sehen, Meister Frodo. Okay. Was ist das hier? Vorratskapseln zum Ort springen. Rauchblattblätter. Okay. Passend zum Hobbit-Thema. Rauchblattblätter. Okay, also. Siehst du mal, das, jetzt haben wir schon wieder eine kleine Basis hier. Geothermie ist aber nicht fertig. Das ist natürlich Kacke. Und Solar haben wir auch noch nicht. Solar wäre jetzt schon fertig, aber naja. Bauen wir mal weniger Solar. Das nimmt so viel Platz weg und mehr Geothermie ist sowieso besser irgendwie hier. Wir haben hier so viel geothermale Bohrlöcher, das lohnt sich. So, hier oben wächst Mais, ne? Ja, das sieht gut aus. Ist das ein Chinchilla? So. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir langsam aber sicher einen Ort, wo wir Steine herstellen können. Papapapap, Steinmetzwerkbank hier. So, und wer nichts zu tun hat, macht Steine. So. Aufgabe, wenn so beliebige Steinblöcke herstellen. Für immer. Okay. So, sehr schön.
Hier könnte man, aber ich mach mal hier hin, weil dann kann ich hier einen so einen Werkzeugschrank hinstellen. Quest verfügbar, Bewirtung für einen Weber. Nein, erstmal nicht. Erstmal ist das alles hier noch Kraut und Rüben. Wir müssen erstmal gucken, dass das alles hier funktioniert. So. Hühner bleiben. Okay, zum Ort springen. Hühner, wir haben Hühner. Sehr gut. Das heißt, jetzt mit den Kasuaren und den Hühnern müssen wir langsam mal dafür sorgen, dass die Eier, wenn die befruchtet sind, nicht in den Kühlraum kommen, sondern hier zum Beispiel rein, wo eventuell schon viel zu wenig, also hier machen wir mal eine Lagerzone für Eier, die befruchtet sind. So, alles löschen. Verrotten das nicht erlauben. Tierprodukte, Rohstoffe. Haben wir keine Tierprodukte bei Rohstoffen? Rohes Essen, tierische Produkte, da haben wir es. Ei befruchtet. So, die kommen hier rein und zwar mit Priorität kritisch. Und dann kopieren wir das und fügen das hier ein. So. So, jetzt werden die Leute die befruchteten Eier sofort hier reintragen. Und natürlich müssen wir die dann hier unten im Kühlzimmer müssen wir die befruchteten Eier rausnehmen. So. So kriegen wir viele schöne Hühner. So, hier machen wir Aufgaben. Kreaturschlachten für immer. Zackte Organe, zackte Gliedmaßen, Trockenfutter zubereiten. Wiederhole, bis du X hast. Machen wir mal. Zehn ist ein bisschen wenig. Das machen wir mal ruhig 100. So. Ah, Details. Aha. Vegetarisch, Villa. Also die Sachen, die wir essen können, die soll er mal nicht in die Trockenfrüchte machen. Und zum Beispiel auch die... okay. Was ist mit Carsten los? Warum ist Carsten rot? Super... super gesund ist Carsten. Bedürfnis, gestellter Schlaf, in der Kälte geschlafen, abscheuliches Schlafzimmer, unansehnliche Umgebung, Pessimist. Abscheuliches Schlafzimmer? Das ist doch eins von den Anfangsschlafzimmern, die super duper toll sind hier. Ach ja. Immer ist was zu meckern hier. Marmor haben wir noch, ne? Dann kriegt er halt einen Marmorfußboden hier. Markus gleich mit. Und dann kriegt ihr auch lustige Schlafzimmermöbel hier. Zap. Zap. Vielleicht mögt ihr es dann hier lieber. Ne, leider nichts super geniales, meisterwerkiges gemacht diesmal. So, Qualität gut. Wie sieht denn jetzt das Schlafzimmer aus? Schlafzimmer langweilig. Ist immerhin nicht abscheulich, ist nur noch langweilig. Eine Gruppe der Fraktionen Tedia...
Was sind das immer für Namen hier? Tetiaror-Nation. Die Tetiaror-Nation besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Okay, das war, glaube ich... Carsten hat jetzt gerade schlechte Laune. Durchschnittliches Schlafzimmer, okay. Wir müssen scheinbar mal gucken, dass wir mal hier... Zack. So, also Nussi wollte in seinem Schlafzimmer dann zumindest irgendwas zum Schlafen haben. Können wir einen Schlafsack machen? Ja, geht. Sehr gut. Dann ist das jetzt Nussis Bett, dann hat er nicht mehr auf dem Boden geschlafen. Zack, fertig. Schlafzimmer abscheulich, sehr gut. Mittelmäßig. Okay. So. Doppelbett aus Holz. So. Oh, hier ist wieder kein Strom, wa? Okay. Oh, 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 oh. Carsten, wo bist du? Carsten, Carsten, Carsten. Handeln. Carsten, schnell! Schnell! Ach, geht. Also, was haben wir hier? Jump Packs. Flake. Medizin, Stoff, Bauteile und Überlebensrezept. Wir können Bauteile von denen kaufen. Wir haben selber ein bisschen sehr wenig Geld irgendwie. Präzisionsgewehr. Wenn wir uns das leisten könnten, wäre das cool. Aber die wollen die ganzen Tiere nicht kaufen, dann können wir uns das nicht leisten. Schade. Okay. So, aber es geht voran. Und es war auch schon wieder eine halbe Stunde. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Drückt die Glocke. Schreibt einen Kommentar, schreibt mir eine Postkarte. Meisterwerk! Okay, das machen wir noch. Markus hat Blumentopf aus Holz meisterlich hergestellt. Okay, mal gucken, was wir hier für Kunst... Ist gar keine Kunst. Oh, das ist ja gemein. Ist nur ein meisterlicher Blumentopf, keine Kunst. Naja, subscribed und liked und bla. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal.